Hey Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia 3 mit mir Coach und wir sind gerade hier und wollen gleich mit Bear reden. Mal gucken, was er für eine Mission für uns hat, denn wir haben ja soweit alles übernommen. Sehr gut. Infoscore. Ob, wie du es Bobby Bastian schwer machst, seinen Scheiß zu kochen. Ja, kennen wir nichts. Waren ein paar schlechte Tage für den alten Bobby. Viel weniger von seinem Stoff draußen, als er und Miss Marcano das gern hätten. Was für dich gute Nachrichten sind. Naja, schaden kann's nicht. Wie sieht's im Labor aus? Ist Bastian da? Tja, und er dreht total durch. Die Marcanos sind wohl nicht gerade glücklich, dass kein Geld mehr reinkommt. Tja, mal gucken, wie es ihnen gefällt, ihr Labor zu verlieren. Und Bea, vertick, was du willst, aber halt dich bloß fern vom Hollow. Okay. So. Geht's Ganze los und hier unten steht unser rotes Auto und mal gucken, wo wir hin dürfen. Ah, schon markiert. Dann brauchen wir nicht mal nachzugucken. Da waren wir bestimmt schon mal. Bin gespannt, wo es ist. Und bin gespannt, ob wir die auch verhalten. Oder ob wir den auch wieder töten. Also beim letzten habe ich mir das nicht ausgesucht. Das war schon irgendwie... Ich glaube, es hat er so viel mit sich gemacht. Ach, das ist eine Straße. Jetzt sehe ich es. Leute. Also manchmal habe ich schon einen kleinen Knick in der Optik. Ah, richtig. Das ist das Haus. Da war mal was zu finden, oder? Ich dachte, da gab es mal... Da gab es irgendwas Blaues. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich... Gut, geh mal rein. Und wie ihr seht, es kann ein Stückchen länger dauern. Ich muss sagen, dass mir gerade in den Supermarkt aufgefallen, wo wir gerade eben waren oder kurz davor. Drin ist das wirklich nicht so, sieht nicht so gut aus. Also ist ein bisschen hässlich, finde ich zumindest. Du darfst gerne in die Kommentare schreiben, ob es auch so sieht, aber Mafia ist nicht das schönste Spiel. Gut. Okay, da ist einer und zwei habe ich schon gesehen. Es sind auch noch ein paar mehr, aber die sehe ich gerade nicht, deswegen... Ja, versuchen wir das Ganze mal möglichst leise zu erledigen. Ob uns das gelingt? Ja, schauen wir mal. Hast du die Waffe genommen? Und rufen die mal hierher. Ah, da oben steht auch einer. Ich weiß gar nicht, ob der stört. Manchmal haben die es echt nicht interessiert, was uns passiert ist. Von daher versuchen wir es einfach mal. Und hat ja geklappt. Oh, zwei. Achso, der andere ist oben, deswegen wird es nicht weiter stören. Kommt er jetzt runter? Okay, ich habe Zeit, da warten wir halt so lange. Hatte gerade angefangen, das Video, da haben wir noch ein bisschen. Ah, da kommt er an. Seht ihr, mit der Waffe in der Hand. Oh. Sturm hat einen ganz schön schnellen Schritt drauf. Mal gucken. Was ist denn das jetzt? Was hat er denn jetzt für ein Problem? Okay, er kommt hier lang. Gut. Ja, was denn jetzt? Da war doch überhaupt gar nichts. Nicht der Geld? Ist das unser Geld? Finden wir das? Ich bin sicher, ob die jetzt herkommen und gucken, was passiert ist. Aber ein bisschen fangen die schon an mit Nerven. Oh, da liegt einer. Na komm. Guck mal her. Ich glaube und dann sagt er nichts mehr. Unhöflich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Wache... Genau, wollte gerade sagen, bin mir sicher, ob ich da hochkomme, deswegen, aber er kommt ja runter, von daher. Warten wir kurz. Der guckt zu seinem Kumpel. Kann er gerne machen. Da ist er. Ah, das könnte jetzt ein bisschen ernsthaft. Ja,
Okay, jetzt habe ich das Geld eingesammelt. War nur 66. Also nicht wirklich viel. Gut, geht's hier rein? Ah, nein. Ah, da hinten ist noch einer. Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben ja Schalldämpfer und die sollten ja eigentlich den Schall dämpfen. Warum dann doch manche reagieren, ist mir unklar. Unten ist, glaube ich, erstmal soweit nichts. Sieht zumindest so aus. Na gut. Das gefällt ihnen zwar allen nicht, aber gehen wir weiter. Also weiter hoch geht es nicht, deswegen müssen wir einen anderen Weg suchen. Und da ist, glaube ich, ein bisschen gesperrt. Ah, da vorne ist einer. Da Trommel ist einer. Was ist mit diesem Motherfucker passiert? Wir wissen das nicht, aber wir können es dir gleich zeigen. Also wissen wir das schon. Aber muss er nicht wissen. Beziehungsweise erfährt das dann, wenn es schon eigentlich zu spät ist. Hier müsste gleich einer rauskommen, genau der und... Hier draußen ist noch irgendwo einer. Weiß gar nicht, ob ich da hinkomme oder ob ich da raus muss. Gut, habe auch nicht so den Bedarf, den jetzt zu machen. Ah, da hinten ist noch einer, der ist ganz entfallen, entwischt. Und der hat ein kleines Problem, der backt ein bisschen. Seht ihr, er läuft vor die Wand und es passiert einfach mal gar nichts. Aber wir haben ihn befreit von seinen Leiden, er muss jetzt nicht mehr gerade auslaufen. Ja, ich habe einen getötet und keiner riecht's mit, aber ich kann die nicht alle töten. Draußen sind noch welche, aber komm, egal. Die lassen wir liegen. So, gehen wir ins nächste Geschoss und hier liegt eine kugelsichere Weste oder schusssichere Weste. Wir haben noch unten das Geld. Wir hören voll die Schritte. Kommt der hoch? Ja, der kommt hoch. Oder? Nein, doch nicht. Okay. Haben wir den angelockt? Der kommt jetzt langsam. Ganz langsam. Und da können wir den erledigen. Dann nicht, dass der uns dann von hinten stört, wenn wir gerade dabei sind, uns nach vorne durchzukämpfen. Von daher machen wir das Ganze so und der ist einfach mal weg und stört uns nicht mehr. Da schleichen wir uns an. Und dann ist der auch kein Problem mehr. So. Sind wir schon da? Also geht's noch höher? Doch, es geht noch höher. Aber ich glaube, wir sind schon auf der richtigen Ebene. Gucken wir doch mal rum. Da hinten ist noch einer. Na gut, das könnten wir auch später machen. Denn dann sind die alle tot. Und wir können dann das Geld einsammeln. Ja, machen wir so rum. Den erledigen wir erstmal Bobby und dann sammeln wir später das Geld ein. Wir müssten bald da sein, also ist doch unsere Ebene, oder? Ui, das sieht ja aus. Hochmodern. Okay, das macht Bumm. Und hier hinten sind ein bisschen mehr. Gut, der ist weg. Können wir weitergehen? Okay, der ist Wegwecker. Wer? Wegwecker. Man sagt Wegwecker. Der ist Wegwecker. Komm, wir gehen weiter. Uah. Und hier vorne sind zwei. Da ist einer und dort ist einer. Wir haben nur den einen Eingang. Das andere ist ein bisschen, naja. Okay, es ist dramatische Musik. Oder doch nicht? Also schon ein bisschen, aber so richtig auch nicht.
Geht's hier lang? Gut. Es fällt nicht auf, es fällt nicht auf. Na komm her. Wir machen da noch die da draußen. Ach, sind zwei draußen. Okay, wir machen die alle beide draußen. Denn wir möchten ja nicht gestört werden. Wenn wir zwei da reinschlägen, da haben wir schon ein paar gespart auf dem Weg bis hier. Und ja. Ein bisschen Geld. Oh, das hat. Naja, was heißt, hat sich gelohnt. Mal gucken, wo der herkommt. Ob der von vorne oder andere Seite kommt. Aber so wie es aussieht, kommt er gar nicht. Ah, doch. Jetzt hat er, glaube ich, die Pferde aufgenommen. Und möchte uns schnappen. Jetzt macht noch die Tür auf und. Och, er geht wieder zurück. Also, ehrlich, Leute. Ja, solltest du mal gucken. Gut, jetzt kommt an mit Sturmschritt und dann können wir uns den einfach mal erledigen. Dann brauchen wir den nicht auf den aufzupassen und wir können einfach weitermachen. Ach, das liegt da nichts unten. Ja, unten. Da guckt einer hin. Ja, wir zum Beispiel, sonst hätten wir es nicht gesehen. Ist hier was zum... das ist jetzt ein bisschen, naja... Schade, weil müssten wir warten. Manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. Komm, wir gehen mal ein bisschen denen entgegen. Okay. Er ist weg. Haben noch ein bisschen Geld gefunden. Also ganz wenig, ein bisschen halt nur. Und jetzt haben wir hier noch. Wir müssen erst den da hinten irgendwie erledigen. Wir gehen lieber auf Nummer sicher und fallen nicht noch einmal nach, weil ja, wir wollen hier alle erledigen und keine Freundschaft sammeln, Freundschaftsbändchen basteln. Da muss der nicht so weit herkommen. Hier kann man nicht raus, müssen da rein. Hm. Und das ist so ein Ding, gehe ich rein und erschieße den. Also ich möchte ihn ja gerne noch befragen und mit ihm reden. Und hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen, aber der da vorne und der stört. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir warten und gucken, was passiert, in der Hoffnung, dass sich das nicht macht? Oder sollen wir den einfach mal... Okay, gucken wir mal so, das fällt nicht weiter auf. Das fällt echt nicht weiter auf. Also ich schieße von unten und die hören das oben. Und bei denen, ich schieße im gleichen Raum und das fällt keinen auf. Also ich weiß manchmal echt nicht, also manchmal ist das Spiel richtig komisch. Gut, er guckt jetzt wild ein, was wir gleich klauen werden, beziehungsweise nicht klauen, denn das gehört ihm dann nicht mehr. Und können jetzt hier von hinten schnappen. Von hinten schnappen, so. Bam! Du brauchst einen neuen Partner, Bastian. Dann könntest du dich auf das konzentrieren, was du am besten kannst. In Ordnung. Ich koche für euch. Willkommen in der Familie. Bäm, voll in die Fresse. Darf man Fresse sagen? Ich glaube schon. Gut, haben wir es erledigt und die Waffe ist wieder, also die ist Hammer. Was heißt Hammer? Die ist gut, hat sich bezahlt gemacht. Okay, 50.000 kommt dazu, 23 und da gibt es noch das eine oder andere. Gut, machen wir das Kassent war. Und wie ich denn jetzt? War ich da schon mal? Ich brauche Hilfe, wenn ich Frisco Fields halten soll. Hast du ein paar Leute über? Natürlich machen wir das. Zwinker, zwinker. Nein, machen wir wirklich. Oh, ich dachte, die fahren jetzt rein.
Okay, jetzt haben wir das Gebäude und ich wollte vorher schon mal das Gemälde holen. Zum Glück habe ich es nicht, denn das wäre ein bisschen anstrengender gewesen, hier reinzukommen. Und nur wegen den Gemälden. Remy Duval kam aus einer der wohlhabendsten und angesehensten Familien in ganz Louisiana. Er investierte überall, Immobilien, Erdöl. Durch sein hohes Ansehen erhielt er sogar sein eigenes Radioprogramm. In seiner Sendung sprach er über den allgemeinen Verfall der guten Sitten und die seiner Meinung nach offensichtliche Überlegenheit der Lebensart in den Südstaaten. Seine Familie lebt schon seit Jahrhunderten hier. Sein Tod war ein Schock für die Menschen. Noch schockierender war allerdings die Entdeckung, dass eine Verbindung zwischen ihm und der Southern Union bestand. Eine Gruppe wohlhabender Rassisten, die ihre Stellung nutzten, um gegen Schwarze zu agitieren. Remy Duval wurde gekreuzigt und lebend verbrannt. Wie können Sie so ein Benehmen rechtfertigen? Remy stammte aus einer Dynastie von Südstaaten-Wichsern. War immer sofort bei der Hand mit seiner Scheiße von wegen Unterdrückung des Südens und so ein Dreck. Und noch was über Remy. 1956 war er an der Ermordung von 4 Bürgerrechtlern beteiligt. Von denen einer sogar enthauptet wurde. Den Kopf hat man nie gefunden. Er hat nur seine gerechte Strafe bekommen. Waren wir das? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Also echt, das kann mich ganz wirklich nicht mehr dran erinnern. Okay, machen wir weiter. Sammeln erstmal das Bild ein. Schön. Haben 3 von 2 umgekriegt, haben 2 von 3. Und ja, Entschuldigung. Mitarbeiter des Monats. Nein, du natürlich nicht. Sammeln noch die ganzen Scheiße ein, was wir alles rumliegen lassen haben. Und ja, wird langsam. Wir hatten, glaube ich, zum Anfang des Videos 0. Und jetzt haben wir schon 7000 noch was. Also, ihr seht, das fühlt sich langsam. Gut, gucken, ob hier noch was. Aber ich glaube, hier geht es auch nicht weiter. Doch, hier geht es weiter, aber da finden wir nichts. Gib es weg, gib es weg. So, wir schubsen sie einfach mal rum. Nö, brauchen wir auch nicht. Komm, die können wir später vielleicht eventuell mal mitnehmen, aber zur Zeit gucken wir mal hoch, damit wir oben waren. Aber ja, jetzt auch nicht mehr. Na gut, gehen wir runter und sammeln da, lag auch immer noch Geld auf. Also das Geld lag da und wir sammeln das jetzt ein. So rum. Jetzt ist das Ganze mal ein halbwegs passender Satz geworden. Eine dieser Drogen wird diesen Laden hochgehen lassen, ganz sicher. Ganz sicher. Gleich zusammenklatschen, ne? Sagen, halt die Fresse und reiß dich zusammen. Spitzt du. Das ist wieder ein Glas. Hier auch. Ah, hier ist eine Tür. Schön. Habt ihr überhaupt gar nicht gesehen, hat ganz gut funktioniert. Okay, das Ding gehört noch nicht ganz uns, aber zum guten Anfang rufen wir, nutzen wir unsere Connection und lassen erstmal die Kohle einsammeln. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Jetzt bin schon unterwegs. Mal gucken, ob sie wieder wie jemanden überfährt. Oh, nein, knapp, knapp, aber. Dein Geld ist bei mir immer nee, du verlierst das. Und direkt in die Bank. Und noch kein Überfahren. Sehr schön, wird langsam. Okay, wir treffen uns mit Donald. Und zwar echt da. Oh. Okay, wird ein bisschen längere Fahrt, aber wir haben ja unser sportliches Auto und da rasen wir schon mal schnell dahin. Und dann mal gucken, was der gute Donald mit uns zu erzählen hat. Wie wir es am besten machen, die ganze. Okay, sind wir bald da? Nein, noch ein Stück. Wir haben ein Stückchen zu fahren, können noch ein bisschen durchatmen, denn es dauert noch ein ganzes Stückchen, bis wir dort sind, wo wir hin möchten. Ja, ich muss hier immer noch ein bisschen was einsammeln. Wo bin ich denn überhaupt? In was für ein Bereich? Ah, Innenstadt. Habe ich noch nicht, oder ist das? Stimmt, die waren ziemlich viel unten, deswegen habe ich es erstmal so gelassen. Aber ich habe mir ja den Playboy eingesammelt, also den, der schon in unserem Besitz. Nur den Rest, aber hier ist das Gefängnis. Und da habe ich mich nicht weiter reingetraut. Da ist viel zu viel Blau für mich. Wir können uns dann zwar irgendwo verstecken und warten. Die gehen mir dann auf. Das ist total einfach. Aber ja. Da ich bis jetzt noch keinen Bedarf hatte an den Bauteilen, dachte ich mir, dann können wir das Ganze vielleicht mal später austesten. Vielleicht
Vielleicht komme ich auch mal ins Gefängnis. Im zweiten Teil war es so, dass immer dann ein paar Jahre vergangen. Aber hier ist es eigentlich ziemlich, weiß nicht, immer noch 1968 und irgendwas. So, sind gleich da. Ihr seht, die Zahl geht Richtung 0. Und da ist das Gute. Ach nein, bleib, stopp. Da ist das Motel. Und guck mal, was er erzählt. Offensichtlich hattest du bei Remy Duval voll den Durchblick. Hör dir das an. Sieh dir an, was er macht. Es geht hier um unser Zuhause. Ich schau mir das nicht mehr länger mit an, wie uns so ein elender Drecksnigger das ganze Geschäft zerstört. Und darf ich fragen, was du dagegen tun möchtest? Ich erwürge diesen Bananenficker, das werde ich machen. Entschuldige bitte. Ist mir so rausgerutscht. Der will dich nur aus der Reserve locken, Remy. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, dich auf so ein Spiel einzulassen. Dies ist eine problematische Situation, das wissen wir alle. Aber wenn du gegen ihn vorgehst, hat er sein Ziel erreicht. Lass das Salesmänner regeln. Salesmänner? Die Menschen hier im Viertel erwarten, dass sie von mir beschützt werden und nicht von irgendwelchen schmierigen Ithaca-Arschlöchern. Oh nein, nein, vergiss es. Das nehme ich selbst in die Hand. Nur dann kapieren die Nigger und die Ithaca, dass wir hier in Frisco Fields auf uns selbst aufpassen. Du machst einen Riesenfehler, Remy. Damit setzt du doch alles aufs Spiel, was wir uns hier aufgebaut haben. Unsere Lebensart steht auf dem Spiel. Da interessiert mich doch nicht so ein gottverdammtes Casino. Langsam glaube ich, du lebst in einer anderen Welt. Eine Minute später hat Olivia Sell angerufen und ihm gesagt, dass Remys Leute von der Southern Union dich suchen. Wenn du da oben aufkreuzt, laufen dir bestimmt ein paar über den Weg, dann kannst du sie ja fragen, wo Remy sich verkrochen hat. Ja, wenn ich fertig bin mit dem Pisser, ist Olivia fällig. Aber an sie ranzukommen wird nicht leicht. Marcanos Männer und diese reichen weißen Arschlöcher, mit denen sie rumhängt, riechen mich eine Meile gegen den Wind. Lass dir was einfallen. Streng deinen Kopf an. Okay. Ich lasse mir was einfallen und streng meinen Kopf an. Sag mal, was soll das eigentlich werden? Noch nie was von Körperhygiene gehört? So, würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal eine kleine Unterbrechung. Es geht dann weiter an dieser Stelle zumindest dann. Wo ist die Mission? Hier. Geht es dann weiter im nächsten Video und da besuchen wir mal den kleinen Rassisten. Und ich habe es wieder weggeklickt. Oh mein Gott, ich bin so begabt. So, hier geht's weiter. Bei Remy Duval und der Southern Union. Ja, ich denke, es wird ganz gut funktionieren, aber mehr dazu im nächsten Video. Und die sind, ihr dürft das Video gerne kommentieren, abonnieren meinen Kanal und Daumen nach oben geben. Und nach unten, ganz wie ihr möchtet. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, euer Coachie.